Motiv, das ist ja wirklich die, wo man dann, glaube ich, so eine Ausstellung verboten hat, wo sich aber nur Blüten ausgestellt haben. Weil die einfach zu erotisch waren. Ja, eben das finde ich da eigentlich auch so interessant, dass du das zensierst, aber eben durch diese Blütenkelche wird es eben auch total erotisch. Mhm. Und du zensierst es ja eigentlich, indem du das zudeckst mit was eigentlich auch total erotisch ist. Mhm. Oder sozusagen eben das einfach nur umgesetzt wird. Ja, und das habe ich noch ergänzt. Das war eigentlich eine ganz gute Geschichte, dass wir das irgendwie gefunden haben. Und da habe ich jetzt, das habe ich, also irgendwann habe ich das angefangen. 95 habe ich das angefangen und habe mir einfach gedacht, jetzt traue ich mir einfach das schöne Buch zum Überqueren. Wann hast du 1995 habe ich angefangen. Und jetzt die letzte habe ich einfach letzte Woche nicht gemacht. Da liegt das ja wieder ein paar Jahre in der Schublade, aber dann ist das so jetzt. Mache ich da weiter. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass das eine kleine, hoffentlich eine kleine vorsichtige Hand habe. Ich hoffe, dass es nicht geht. Ja, aber ich muss den Leute. Ja, das ist sozusagen genau so aus dem Archiv, was du so findest, das da dann reinkommt. Wie heißt das Buch? Der Black Book? Black Book. Das sind also nur schwarze Dinge, es sind nur Männer Dinge. Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil die sind die nackten Frauen. Oder der auf der anderen Seite oder die. Und da sind eigentlich die nackten Männer. Aber eben, die werden ja jetzt durch das auch irgendwie verändert, teilweise mit weiblichen. Ja. Und das immer nicht so den Anspruch hat, bis es so gerahmt irgendwie, sondern du hast es hier, man kann irgendwie drin schmökern, blättern. Ein grusiger Skin hätte ich jetzt heute nicht mehr reingeklärt. Aber damals war halt gerade irgendetwas, wo die Skinheads halt gerade irgendwelche Neger verschlagen hat, oder? Und dann hat es gepasst. War das halt irgendwie gerade aktuell. Ich finde es auch interessant, weil das ist ja eigentlich sogar so super ästhetisch irgendwie, die Fotografieren. Und dann hast du da immer so ein, ja, dann wird es plötzlich lustig irgendwie, dieses... Das ist auch sehr schön, finde ich. Das ist wahnsinnig schön. Das ist ja sehr einfach. Ja. Und das Mäschli ist schon wieder eine Unterhose da. Für dich. Die Fliege. Super. Nee, das ist ein ganz feines Buch, finde ich. Da ist jedes alte spannend irgendwie. Was machen? Ja, das passt. Die Ding, der ist. Warum hast du es mit dem hier, die Verbindung? Warum hast du es mit in Verbindung zu dem dann? Ja, das war's.
Genau, das ist ja auch aber aus der neueren Serie. Das ist ja eins von der neuesten, ja. Genau, mit den Tänzern. Ich wollte jetzt aber nicht nochmal irgendetwas hineinhängen, ja. Das reicht mir, okay. Das Ölbild und ja. Der Sockel, ja.